Was wir zu sagen haben, sendet ihr sowieso nicht. Ja, wollen wir wetten? Ja, so seht ihr schon aus. Mein Name ist Hilbert, ich bin vom ZDF in Brandenburg. Ich frage mal ganz einfach, warum Sie hier sind. Wir sind das von zu Hause. Wir sind das warum? Warum? Da sendet ihr doch sowieso nicht, was ich zu sagen habe. Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Warten wir nicht mehr. Wir warten nicht auf einen einzigen Friedensmahnwache. Wie bitte? Wir warten nicht auf einen einzigen Friedensmahnwache. Auf welcher Friedensmahnwache hier in Cottbus? Nicht in Cottbus, generell, auf keiner, in ganz Deutschland nicht. Und da gibt es mittlerweile über 120. Na, ich weiß nicht, wir haben 16 Landesstudios, ziemlich viele Redakteure, aber sagen Sie mir doch, warum Sie hier sind, heute? Ja, weil ich vom Frieden bin. Die Regierung sagt, die Presse liegt, haben Sie gehört? Ihr macht das, was euch vorgegeben wird, ihr recherchiert nicht nach. Ich bin eigentlich hier, um zu recherchieren. Nein, Sie recherchieren nicht nach. Ja? Wir haben am Freitag einen Politbarometer. Ich habe letztens eine Ansprache von Merkel gesehen vor der UNO. Da waren drei Flaggen hinter ihr. Ja. Die deutsche, die französische und die blaue. Die europäische? Ja. Ist ja nichts Verwerfliches. Aber die französische und die deutsche Flagge hatten Fransen. Das macht mir Angst. Goldene Fransen. Ich weiß, Sie wissen nicht, was das ist, weil Sie nicht recherchieren. Okay. Das heißt besetzt. Das heißt verwaltet. Selbst die USA hat goldene Fransen. Es gibt nur noch 6, 7 souveräne Staaten auf diesem Globus. Okay, das ist Ihre Meinung. Ist nicht meine Meinung. Das ist du. Ich habe doch gesehen, was im Fernsehen mit den Franzen. Ich bin eigentlich hier, weil wir am Freitag ein Politbarometer haben, wo es neue Umfragewerte gibt, auch zur AfD. Die war eh geschönt, das Politbarometer war da eh geschönt. Das ist Ihre Meinung. Na, Sie sehen da, was hier ist. Wer ist denn noch für Merkel? Was schätzen, wie viele Leute sind das? Ich schätze, das werden 3.000 sein bis 5.000. 3.000 bis 5.000? Schätze ich, ja. Wer schätzt mehr? 6.000. 6.000 Leute? Okay, das sehe ich ein bisschen anders, aber gut, vielleicht verraten Sie mir noch, mein Name ist Britta Hilpert, ja. Bei uns im ZDF werden die Leute insertiert, nicht namenlos gelassen, wollen Sie Ihren Namen nennen? Frank, aus Kuben. Aus Kuben? Ja. Okay. Mit Dackel. Wie bitte? Sie werden eh wieder kleinreden, na klar. Nicht? Ist so. Also Sie sagen, hier sind 6.000 heute Abend? Nein, auf keinen Fall, das sind 2.000 werden es sein, das ist realistisch, denke ich mal. Zweitens? Ja, denke ich mal, könnten sein, 2.000 etwa. Und was glauben Sie, wie werden... Wir sind das Volk! Gibt nicht zu denken. Das sind alles Rechte hier. Das ist das Volk. Das ist jetzt Ironie. Das ist jetzt Ironie bei Ihnen. Wissen Sie, ich will Ihnen nur mal eins sagen. Die Liebe zum Vaterland, die dürfen wir nicht mehr zeigen. Und dagegen wehren wir uns. Es ist so.
Ich glaube, Sie zeigen sie doch, aber Sie zeigen sie doch heute Abend, ja, also auf Ihre Weise. Zeigen. Jeder Franzose zeigt das, jeder Spanier, jeder Pole zeigt das. Nur wir dürfen es nicht. Aber Sie zeigen es doch heute Abend auf Ihre Weise. Morgen und übermorgen und immer. Aber Sie zeigen es doch. Und wir wollen nicht mit 100.000 Muslimen zusammenleben. Das wollen wir nicht. Das wird uns aufgezwungen, aber wir wollen es nicht. Was ist eigentlich aus dem Euro-Thema der AfD geworden? Das ist momentan ein Randthema, sicherlich. Durch die ganze Krise, durch das ganze Chaos der Flüchtlinge, vermute ich mal. Nicht? Das ist richtig am Montag. Und das ich bin gar nicht gegen den Euro, das ist mir gar nicht, das ist gar nicht mein Thema. Okay. Aber dieses Asylchaos kotzt mich tierisch an und die ganzen Menschen hier auch. Und das muss irgendwie in ordentliche Bahnen gelenkt werden. Und das wäre wichtig. Und wenn das in ordentliche Bahnen gelenkt würde, wären Sie dann... Wir sind auch für Einwanderung, aber nach kanadischem Vorbild. Zum Beispiel. Der Tropf ist gelutscht. Ich sage nur eins, in Sachsen sind 24.000 Flüchtlinge untergetaucht, verschwunden. Ja, genau. Nur Sachsen. Oder wissen Sie das? Weil ich das weiß, ich habe Kunden in Sachsen. Sie wissen das, aber haben Sie es recherchiert? Also ich denke mal, meine Kunden in Sachsen, die wissen, was sie sagen. Okay, wer sind denn Ihre Kunden? Die informiert sind. Wer sind denn Ihre Kunden? Ich beliefere die Gastronomie zum Beispiel. Okay. Aber darf ich, entschuldigen? Wisst ihr, wie viele 24.000 Mann sind? Das ist eine Armee. Okay, können Sie mir noch Ihren Namen sagen? Weil wie gesagt, bei uns ist das Sitte, dass wir den Namen nennen, die Leute nicht... Wenn Sie wollen. Nee, mache ich lieber nicht. Okay, alles klar. Ich bedanke mich erstmal, die Herren. Wir sind das Volk! 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 Good.
sieht so putzig aus mit dem Lampion. Mein Name ist Hilbert, ich bin vom ZDF hier in Brandenburg. Wollen Sie mir verraten, warum Sie heute hier sind, ob es zum ersten Mal ist? Nein, ich bin nicht zum ersten Mal. Lügenpresse! 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 Können Sie das bitte lassen? Ich mache hier noch meine Arbeit, bitte. Ist okay. Wir wollen die Dame befragen. Das machen wir. Ganz gut. Ganz gut. Darf ich Sie befragen oder nicht? Nein, es hat keinen Zweck, danke. Ich hätte gerne Ihre Meinung gewusst, tut mir leid. Entschuldigen Sie mir bitte, wir machen hier nur unsere Arbeit. Wir machen hier nur unsere Arbeit. Lass das mal bitte, Manu. Martin, lass das mal. Sind Sie Ordner oder was machen Sie? Ihr habt uns vor zwei Wochen Asyl eingeladen. Weg hier! Was machen Sie denn da? Nein, ich gehen Sie rein, ja. Wollen Sie mich hier angreifen, oder was? Lügenpresse! Lügenpresse! Bring mal die Wahrheit! Komm mal, die Leute jetzt hier! Ich verwende das Wort gar nicht gerne Lügenpresse, aber Sie brauchen sich nicht wundern darüber. Es geht nur in eine Richtung. Wollen Sie mir Ihre Meinung noch mal sagen, ins Mikrofon? Aber nicht mit Namen, weil dann ist man ja gleich mit den Linksfaschisten ja gleich wieder angesagt mit Namen. Das will ich nicht. Sie brauchen Ihren Namen nicht nennen. Es ist ein Zeichen von Respekt, dass wir den Namen fragen. Das ist alles. Es geht in eine Richtung. Ich frage jetzt jemand anders. Guten Tag, mein Name ist Britta Hilbert, ich bin vom ZDF in Brandenburg. Ich würde gerne eine Dame befragen. Bis jetzt habe ich nur Herren gehabt. Wären Sie bereit, mit mir zu sprechen? Nein. Okay. Guten Tag, mein Name ist Hilbert, ich bin vom ZDF. Nein. Okay. Wir fragen weiter. Guten Tag, mein Name ist Hilbert, ich bin vom ZDF. Ich würde gerne mal eine Dame befragen. Bis jetzt habe ich nur Herren gehabt. Wäre es möglich, dass eine von Ihnen mit mir spricht? Nein? Okay, alles klar, danke. Mal hier. Guten Tag, mein Name ist Hilbert, ich bin vom ZDF. Ich würde gerne eine Dame mal auf der Demonstration befragen. Bis jetzt haben nur Herren mit mir gesprochen. Wären Sie bereit, mit mir zu sprechen? Ich glaube nicht, oder? Nee? Gar keine Antwort. Okay, nee, möchte sie nicht. Gut, wir gehen weiter. Die Merkel muss weg! Die Merkel muss weg! Die Merkel muss weg! Das Merkel muss weg! Das Merkel muss weg! 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 Geht gerade schlecht? Sehr schlecht. Das hat gerade habe ich. Weißt du ja, du hast doch einen Ausgang, das gerade habe ich. Natürlich,
Ich denke mal, meine Kunden in Sachsen, die wissen, was sie sagen. Okay, wer sind denn Ihre Kunden? Die informiert sind. Wer sind denn Ihre Kunden? Ich beliefere die Gastronomie zum Beispiel. Okay. Aber darf ich, entschuldige. Wisst ihr, wie viele 24.000 Mann sind? Das ist eine Armee. Okay, können Sie mir noch Ihren Namen sagen? Weil wie gesagt, bei uns ist das Sitte, dass wir den Namen nennen, die Leute nicht, wenn Sie wollen. Nee, mache ich lieber nicht. Okay, alles klar. Ich bedanke mich erstmal, die Herren. Wir sind das Volk! 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 Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Wir sind das Volk! 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 Wir sind das Volk!
aufnehmen. Genau. Wenn ich jeden Monat Zwangsbeiträge einnehmen kann, bin ich auch dann so groß hier. Lässt ihr! Ach, so eine Pampe kennt ihr. Darf ich Sie mal ansprechen? Mein Name ist Was wir zu sagen haben, sendet ihr sowieso nicht. Wollen wir wetten? Ja, so, ja. Mein Name ist Hilbert, ich bin vom ZDF in Brandenburg. Ich frage mal ganz einfach, warum Sie hier sind. Wir sind das Von zu Hause. Wir sind das warum? Warum? Da sendet ihr doch sowieso nicht, was ich zu sagen habe. Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Warten wir nicht mehr. Wir warten nicht auf einen einzigen, Friedensmann. Wie bitte? Ihr wartet. Darf ich Sie mal ansprechen? Mein Name ist Was wir zu sagen haben, sendet ihr sowieso nicht. Wollen wir wetten? Ja. Mein Name ist Hilbert, ich bin vom ZDF in Brandenburg. Ich frage mal ganz einfach, warum Sie hier sind. Wir sind das Von zu Hause. Wir sind das warum? Warum? Da sendet ihr doch sowieso nicht, was ich zu sagen habe. Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Warten wir nicht mehr. Wir warten nicht auf einen einzigen, Friedensmannwache. Wie bitte? Ihr wartet noch nicht auf einer einzigen Friedensmahnwache. Auf welcher Friedensmahnwache hier in Cottbus? Nicht in Cottbus, generell, auf keiner, in ganz Deutschland nicht. Und da gibt es mittlerweile über 120. Na, ich weiß nicht, wir haben 16 Landesstudios, ziemlich viele Redakteure, aber sagen Sie mir doch, warum Sie hier sind, heute? Ja, weil ich vom Frieden bin. Die Regierung sagt, die Presse liegt, haben Sie gehört? Ihr macht das, was euch vorgegeben wird, ihr recherchiert nicht nach. Ich bin eigentlich hier, um zu recherchieren. Nein, Sie recherchieren nicht nach. Ja? Wir haben am Freitag einen Politbarometer. Ich habe letztens eine Ansprache von Merkel gesehen vor der UNO. Da waren drei Flaggen hinter ihr. Ja. Die deutsche, die französische und die blaue. Die europäische? Ja. Ist ja nichts Verwerfliches. Aber die französische und die deutsche Flagge hatten Fransen. Das macht mir Angst. Goldene Fransen. Ja, Sie wissen nicht, was das ist, weil Sie nicht recherchieren. Okay. Das heißt besetzt. Das heißt verwaltet. Selbst die USA hat goldene Fransen. Es gibt nur noch 6-7 souveräne Staaten auf diesem Globus. Okay, das ist Ihre Meinung. Das ist nicht meine Meinung. Das ist du. Ich habe doch gesehen, was im Fernsehen bin in Franz. Ich bin eigentlich hier, weil wir am Freitag ein Politbarometer haben. Wollen Sie mich hier angreifen, oder was? Was machen wir denn? Lügenpresse! Lügenpresse! Bring mal die Wahrheit hier! Komm mal, die Leute jetzt hier weg! Voll Rassis! Der Mann auf mein Mikrofon. Ich verwende das Wort gar nicht gerne in Lügenpresse, aber Sie brauchen sich nicht wundern darüber. Es geht nur in eine Richtung. Wollen Sie mir Ihre Meinung noch mal sagen, ins Mikrofon? Aber nicht mit Namen, weil dann ist man ja gleich mit den Linksfaschisten ja gleich wieder angesagt mit Namen. Das will ich nicht. Sie brauchen Ihren Namen nicht nennen. Es ist ein Zeichen von Respekt, dass wir den Namen fragen. Das ist alles. Das geht in eine Richtung. Ich frage jetzt jemand anders. Gut. Ja. Guten Tag, mein Name ist Britta Hilbert, ich bin vom ZDF in Brandenburg. Ich würde gerne eine Dame befragen. Bis jetzt habe ich nur Herren gehabt. Wären Sie bereit, mit mir zu sprechen? Nein, okay. Guten Tag, mein Name ist Hilbert, ich bin vom ZDF. Nein. Okay. Wir fragen weiter.
Guten Tag, mein Name ist Hebert, ich bin vom ZDF. Ich würde gerne mal eine Dame befragen. Bis jetzt habe ich nur Herren gehabt. Wäre es möglich, dass eine von Ihnen mit mir spricht? Nein? Okay, alles klar, danke. Mal hier. Guten Tag, mein Name ist Hilpert, ich bin vom ZDF. Ich würde gerne eine Dame mal auf der Demonstration befragen. Bis jetzt haben nur Herren mit mir gesprochen. Wären Sie bereit, mit mir zu sprechen? Ich glaube nicht, oder? Nee? Gar keine Antwort. Okay, nee, möchte sie nicht. Gut, wir gehen weiter. Mal gucken, wie die Leute da arbeiten, behindert worden ist.